Heute schauen wir uns einmal einen sehr günstigen IPS-Monitor an, den 24 Zoll AOC i2481 FXH. Kommen wir als erstes zu den technischen Daten. Der Monitor hat eine Größe von 24 Zoll, eine Diagonale von 60,47 cm, eine Full-HD-Auflösung 1920x1080, ein IPS-Panel mit 60 Hertz und 4 Millisekunden und besitzt die Flicker-Free-Technologie, die es ermöglicht, längere Sitzungen am Monitor ohne Bildflackern zu erleben. Was diesen Monitor aber in meinen Augen recht besonders macht, ist sein elegantes Design. Nicht nur, dass der Monitor mit seinen knapp 7 mm ein sehr dünner Ultraslim-Monitor ist, er hat sogar einen recht dünnen Displayrand. Im eingeschalteten Zustand ist dieser aber wieder etwas größer. Dazu kommt noch der stylische Design-Standfuß, der für einen stabilen Halt sorgt. Die Rückseite des Monitors ist in mattschwarz. Die Rückseite besteht komplett aus Kunststoff. Dieses ist aber recht hochwertig verarbeitet und bietet Fingerabdrücken keine Chance. Neben dem schon bekannten AOC-Logo finden wir dann zwei weitere HDMI-Anschlüsse, einen VGA-Anschluss und einen Kopfhöreranschluss sowie der Anschluss für die Stromversorgung. Aber für wen ist dieser Monitor jetzt geeignet? Dank seinem IPS-Display hat dieser Monitor ein extrem gutes Blickwinkelverhältnis. Filme lassen sich dank IPS-Panel optimal schauen, aber ist dieser Monitor auch gamingfähig? Nun ja, ein High-FPS-Gamer wird seinen Spaß an diesem Monitor recht schnell verlieren, da dieser kein FreeSync, G-Sync und auch nur 60 Hertz hat, aber trotzdem hat der Monitor eine Reaktionszeit von nur 4 Millisekunden und ja, es lassen sich alle Games damit zocken. Zwar mit einem höheren Input-Lag als mit einem professionellen Gaming-Monitor, aber der Gelegenheitszocker und Tetris-Spieler wird hier sicher seine Freude haben. Ich selbst habe schon einige Stunden auf diesem Monitor GTA 5 gezockt und bin ganz zufrieden. Die Farben sind gut, die Helligkeit ist, wie man es gewöhnt ist, von einem IPS-Monitor übertroffen gut. Ich finde, dieser Monitor ist perfekt für Office-Anwendungen, Filme und dank seiner guten Farbwiedergabe auch etwas für Foto- und Videobearbeiter. Dank seiner Optik ist dieser Monitor ein echter Hingucker und zudem noch recht günstig. Der AOC i2481 FXH ist meist schon für unter 150 Euro zu haben. Einen Link packe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung. Wofür nutzt ihr euren Monitor zum Zocken, Office oder zur Foto-Videobearbeitung? Schreibt's einfach mal unten in die Kommentare. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal an den nächsten Monitor. Falls ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, könnt ihr natürlich gern ein Abo dalassen und über einen Daumen nach oben würde ich mich wie immer natürlich sehr freuen. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao.